dass die Kollegen mich lieben. Ich hoffe sehr, meine Art zu spielen. Natürlich, ich muss immer dazu eine Geschichte erzählen. Es ist nicht so einfach. Tempo. Okay, das braucht man nicht mehr, du laut nicht. Jetzt komm du. Okay, du. Ja? Und dazwischen gehe ich nach Hause. Alle Kinder schreien mit mir und meine Frau sagt, warum hast du nur Kinder nicht abgenommen und so. Normalerweise alle Bassisten spielen immer und dann ich spiele. Das ist was anderes, nicht? Für die Kollegen sowas zu hören ist was ganz Neues. Für mich viel schwieriger, weil ich muss nicht nur für die Finger ansetzen, für die Lagen wechseln, 2 Meter rauf, runter springen und mit Bogen und Intonation, sondern dass sie mich einfach in Ruhe lassen. Aber es geht einfach nicht bei uns. Es ist unglaublich, was man aus so einer Kiste rausholen kann. Erstens einmal, das muss man schon zugeben. Und zweitens denke ich mir dann doch auch oft, wer will das hören? Eigentlich. Ist das gemein? Okay. Ja, du brauchst gar nicht fragen, ich sitze nur da und sage gar nichts und du kommst und öden, öden, öden. Wirklich. Und nicht nur, dass er diese Ausstrahlung hat, sondern er lebt auch noch. Warte mal kurz. Das ist schon seine Art auch, um uns einfach Sachen beizubringen. Wir sind dumm. Und es ist ganz wichtig, dass... Ödön? Hallo? Nein, also... Aber wenn du... Du bist Holz. Was? Na, unsere Tage brauchen wir nicht. Ja, aber es geht genau um diese Übergänge. Da brauchen wir es gar nicht. Wir sind einfach erstaunt, dass er sowas spielen kann. Und so schön. Also, dass es so eine... Also, ich versuche, so wenig wie möglich Paganini-Stücke zu spielen. Und er spielt auf Kontrabass... als ob das nichts wäre. Und dann ist es einfach so. Es ist lustig irgendwie. Möchte ich jetzt euch alle sagen, bitte versteht ihr, Kontrabass ist nicht ein IKEA-Schrank. Es geht nicht darum, dass man in IKEA geht und dann kaufe ich einen Schrank für 30 Euro, stelle ich in Orchester hinten und dann... Von der Rückseite sieht es aus, als würde er einfach sein Instrument fressen. Er würde es umarmen und fressen. Das ist schon sehr beeindruckend. Wenn ich Moses Fantasie mache, dann gehe ich ganz rauf, dann mache ich die Übung so. Und wenn ich Moses Fantasie spiele, dann denke ich immer dran, wie wichtig ist es für einen Kontrabassist Physiotherapie zu machen. Und gerade dieses Stück ist das perfekt. Perfekteste. Wenn ich vor mir. Ja, natürlich nicht, Ödi, komm, du kennst mich. Okay, Leute. Aber gut, dass du dabei bist.